Alter, da werden lauter Kisten reingeschmissen die ganze Zeit. Alter, es hört nicht mehr auf. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo im Franchise-Modus. Und was ist denn hier los? Die Bären kämpfen. Hahaha, der Kleine hat gewonnen. Also die Kleine. Warum hast du ihn fertig gemacht? Er ist doch nur ein Mann, er kann nichts dafür. Okay, warte, das ist, ich muss das kurz erklären, wie das zusammenhängt. Ja, diese Bärin hier ist nämlich das Jungtier und hier war gerade kurz vorher noch die Mutter drin. Und die Mutter haben wir jetzt schon weggehandelt im Handelszentrum, aber offensichtlich war das noch genug Frust, dass hier das Kind auf den Vater losgegangen ist oder umgekehrt. Und ja, jetzt ist wieder alles gut. Kleiner Familienkrach. Ja, wieder setzen sie sich erstmal hin. Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Ach komm schon, so schlimm war es doch gar nicht. Nein, du bist böse, ich rede nicht mehr mit dir. Du musst dich entschuldigen. Ich schlaf jetzt. Ich schlaf jetzt. Oh Gott, Kacke. Genau. Was, Tier verstorben? Moment, was ist hier los? Welches Tier ist tot? Ach, an Altersschwäche. Oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon. Das ist das Männchen. Ich dachte gerade schon, der wäre wieder verhungert oder so. 32 Jahre ist er alt geworden, unser Schwarzbärchen. Das ist der erste Schwarzbär. Eines der ersten Tiere, was wir hier im Park hatten übrigens. Das heißt, wir spielen jetzt hier in dem Spielstand schon wieder 32 Jahre. Mensch, Wahnsinn. Und die hat... Oh, die hat noch Nachwuchs. Geil. Ja, der hat... Er hat noch mal... Ja. Der hat noch mal richtig hier und hat noch mal Spaß gehabt, bevor er umgefallen ist. So liebe ich das hier, meine lieben Freunde. Tierarzt rufen gleich mal. Hervorragend. Gut, haben wir das auch geklärt. Aber schade, aber immerhin, er hat noch mal, ne? Und wer will noch nicht, der hat schon wieder. Dann würde ich sagen, oh, Leistenkrokodilforschung ist abgeschlossen. Nice. Und Technikforschung. Auch schon wieder abgeschlossen. Warte mal, Leistenkrokodilforschung war abgeschlossen jetzt, ne? Warte mal, da müssen wir ein neues Forschungsziel ausrufen. Wir müssen ein neues Forschungsziel aufrufen und zwar... was nehmen wir da jetzt hier? Wir haben die volle Auswahl. Ich würde mal sagen, hier, wir fangen mal mit den Erdferkeln an und arbeiten uns da mal so nach unten durch. So bis zu den Schildkröten oder so. Damit wir den Tieren auch allen mal ein bisschen bessere Lebensumstände ermöglichen können. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir haben jetzt einen Plan. Und zwar sieht der Plan folgendermaßen aus. Ja, ich habe etwas gemacht. Und zwar, wenn ich jetzt mal hier in Tierhandel reinschaue, ja, dann seht ihr, wir haben nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Wir haben zwei Seiten im Tierdings voller Flamingos. 20 Tiere fast, 19. 30 Tiere haben Platz im Handelszentrum, wir haben 19 Flamingos. Das ist schon ganz schön krass und man kann, sage und schreibe, 500 Flamingos in einem Gehege halten. Das sind jetzt zwar noch nicht 500, aber ich habe jetzt mal die Werte schon ein bisschen so gewählt, dass die recht fruchtbar sind. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie weit wir das treiben können. Ja, wir machen jetzt mal ein Flamingo-Gehege tatsächlich. Wir haben ja hier schon eine Wasseraufbereitungsanlage. Die brauchen ja auch ein bisschen Wasser im Gehege. Das bedeutet, wir machen jetzt ein Flamingo-Gehege und zwar genau hier so hin. Ja? Und das machen wir jetzt mal so, dass wir da eigentlich gar nicht so viel machen müssen. Wir nehmen jetzt erstmal das Wegetool. Wir werden jetzt mal einen etwas breiteren Weg nehmen. Und zwar zweigen wir den jetzt hier mal ab. Und das darf ruhig schon ein bisschen größer sein. Ich meine, wir haben jetzt halt hier das Ding, dass die brauchen platzmäßig, also pro Tier wahrscheinlich, 300 Quadratmeter und 125 Quadratmeter Wasserfläche. Wenn wir jetzt aber 500 Tiere in einem Gehege halten wollen, und die vermehren sich ja untereinander noch, das heißt, das brauchen wir dann ungefähr 30 Millionen Quadratmeter ungefähr. Also wir brauchen wahrscheinlich sehr viel Platz. Wenn wir das jetzt hier anschließen, bam, guck mal, da haben wir schon mal so ein bisschen so einen Kreisverkehr geschaffen und können den Besucherstrom dann auch mal ein bisschen umleiten hier. Dann haben wir nicht diesen einen zentralen Weg durch den Park, sondern dann haben wir nochmal einen anderen Weg. Wir senken es mal ein bisschen ab. Und zwar mit dem größten Pinsel und dann machen wir das mal ein bisschen runter. Nur ein bisschen eigentlich. So. Ist, glaube ich, schon zu viel. Nee, das ist schon ein bisschen viel. Warte mal, ein bisschen höher wieder. Dann senken wir das mal wirklich so ab, dass die Kanten hier direkt so
so aufgeraut werden da. Ich glaube, dann brauchen wir da gar keine Begrenzung weiter. Also höchstens so eine ganz kleine Begrenzung vielleicht, so eine ganz niedrige. Irgendwie so eine 1-Meter-Grenze oder so. Dann haben wir auf jeden Fall eine Höhe von 2 oder 3 Metern in der Balustradenhöhe. Müsste eigentlich ungefähr hinkommen. Ich hoffe es zumindest. Also es wurde geschrieben schon im Live-Chat, dass die wohl ein bisschen flattern können. Aber wohl nicht so wahnsinnig hoch. Also sie können, wie die Faunen halt auch und die Straußen, können die wohl nicht fliegen. Auch wenn das ein bisschen unlogisch ist, weil Flamingos in der Realität durchaus fliegen können und sogar auch sehr gut fliegen können eigentlich. Einen Gehegezugang brauchen sie auch. So, hier haben wir den Pflegerweg direkt. Das heißt, wir machen das mal so, dass wir hier nochmal ein kleines bisschen das vorlagern. So, und dann wird hier der Pflegerzugang nämlich hingebaut. Würde ich sagen. Dann flachen wir das hier gleich so ab, dass da auch Leute laufen können. Kann eigentlich das Flamingo-Gehege begehbar sein? Warte mal. Gäste können Gehege bitte... Oh, aber hallo. Das sollten wir unbedingt nutzen. Meine lieben Freunde, aber sowas von. Ja, da machen wir doch einen schönen Weg durchs Flamingo-Gehege. Pass mal auf. Dann machen wir hier nicht nur den Pflegerzugang, sondern auch den Gästezugang direkt. Dann machen wir hier drüben auch nochmal eine kleine Geländeveränderung. Dann machen wir das hier nämlich auch. Das ist ja mal geil. Da können wir die Leute ins Flamingo-Gehege reinlotsen. Ein begehbares Flamingo-Gehege. Dann machen wir erstmal die Barriere. Bei Barriere würde ich sagen, wir machen da eine Hecke draus. Wir machen da jetzt wirklich mal eine Hecke draus. Eine Hecke, die aber nur 1 Meter hoch ist. Mein Gott, ist das ein riesiges Gehege. Das ist das größte Gehege, was wir hier im Park haben übrigens. Ich meine, da könnte man ja fast noch überlegen. Ich meine, sie profitieren ja nicht davon, wenn man andere Tiere da reinpackt. Aber vielleicht doch noch so ein paar andere Tiere mit reinnehmen, wo wir halt wissen, dass die Besucher da auch ins Gehege können. Irgendwie. Also da muss es doch bestimmt noch eine Lösung geben, so an sich. So, dann ziehen wir das hier, damit das ein bisschen symmetrischer aussieht. Machen wir das mal so. Und auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Das sieht nämlich auch ein bisschen komisch aus hier. Machen wir das auch nochmal ein bisschen anders. Hier ein bisschen rüber. Kann man eigentlich diese Stützpfeiler auch weglöschen mittendrin? Oder muss man die immer lassen eigentlich? Kann man bestimmt auch weglöschen. Warte mal, wenn ich das mal hier so wegmache. Ah ja, okay. Verstehe. Ja, genau so. Machen wir es mal so, genau. Schön gegenüber. Ja, ist ein bisschen versetzt. Ich mache das mal, ich versuche das mal ein bisschen mittiger hinzukriegen hier. Muss mal so sehen, dass es gegenüber genau liegt. Und dann liegt es halbwegs gegenüber wenigstens. Also besser als vorher so. Genau. So, jetzt machen wir hier an der Seite machen wir den Pflegerzugang. Und zwar, ja, erstmal so. Genau, damit wir jetzt erstmal die Wasserfläche festlegen. Legen wir jetzt erstmal die Wasserfläche fest. Und dann können wir ja noch gleich die Wege setzen. So, erstmal Gelände, genau. Wir machen das mal so wie so ein Fluss vielleicht einfach. Dass wir hier noch ein kleines bisschen, nicht mit so einem großen Pinsel, sondern mit so ein bisschen so einem kleineren. Das ein bisschen absenken nochmal. Und dann hier jetzt so ein bisschen so eine Flusslandschaft daraus machen einfach. Ja, mit so Biegungen. Genau, dass wir da auch ein bisschen mit Brücken arbeiten können. Das wäre ja ganz cool. Da können wir es ein bisschen ausgestalten auch. Wasserfläche brauchen sie ja eh recht viel. Dann machen wir hier hinten so einen See. Hoppla. Hier machen wir so einen kleinen See hin. Das wird das beste Flamingo-Gehege, meine lieben Freunde. Die sollen sich ja auch fleißig vermehren da drin. Die sollen sich ja wohlfühlen, ne? So, jetzt mal gleich Wasser rein am besten. Zu viel. Ein bisschen zu viel, ich gebe es ja zu. Okay, das ist ein bisschen mager. Da müssen wir wohl noch ein bisschen tiefer gehen, glaube ich. Glätten, glätten, glätten. Hier vor allem nochmal ein bisschen glätten. Das ist ein bisschen steil hier. Die sollen ja auch überall wieder rauskommen. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn die im Wasser sind. Nicht, dass die mir da irgendwie hängen bleiben am Rand oder so, wenn die dann versuchen rauszukommen. Das wollen wir ja nicht. So. Jetzt nochmal gucken. Wasser. Ja, so ist das schon viel besser. Guckt mal. Nice. Schöne Flusslandschaft. Dann machen wir mal die Wege noch fertig. Das ist jetzt aber ein Pflegerweg, den wollen wir nicht. So, dann nehmen wir aber hier die Planken, genau, die Holzplanken und ein bisschen einen breiteren Weg. 6 Meter sollte es schon sein. Genau.
Hier können wir auch direkt mal den Anschluss herstellen. Okay, warum geht das da nicht? Wegen dem Dings hier, wa? Scheiße, warte mal. Dieser Fliegerweg ist aber auch immer viel am Platz. Kann ich das nicht auch einfach hier hinbauen? Komm, wir bauen das mal hier hin. Sonst haben wir da die ganze Zeit den blöden Pflegerzugang wieder im Weg. Ich kenne das doch. Ich kenne doch das alte Problem. So, jetzt mit Wegen einfach hier reingehen, genau. So, und jetzt von hier. Da können wir ja schon als Brücke weitermachen eigentlich. Oh Gott, das ist ein bisschen schief, ey. Vielleicht nicht. Da lang und dann hoch. Runter. Geradeaus. Runter. Sehr schön, genau. Mit so ein paar Brücken halt, ne? Das ist halt so ein bisschen so eine leichte Brückenstimmung bekommt. Ja, sehr schön. Wunderbar. So gefällt mir das. Hat natürlich wieder länger gedauert, als ich gedacht habe. Ist ja immer so. Genau, also dann haben wir jetzt schon mal das Grundlayout. Ja, da müssen wir sie jetzt verlegen. Nee, Moment, wir müssen sie erstmal in Quarantäne stecken, verdammt nochmal. Also, wir müssen alle Flamingos, oh Gott, wir müssen alle Flamingos, alle 19 Flamingos müssen jetzt erstmal in Quarantäne. Und wenn wir sie dann in die Gehege verlegen, dann haben unsere Läufer nichts anderes mehr zu tun, als Flamingos zu verlegen, alter Schwede. Aber warum denn so viele? Ja, weil halt, weil wir es können. Ich muss es wirklich einzeln machen, glaube ich. Es geht kein Weg dran vorbei. Ah, das ist so ein bisschen dumm. Also da müssen sie unbedingt nochmal eine Option hinzufügen, dass man die Tiere in einer Gruppe komplett aus dem Handelszentrum in die Quarantäne verlegen kann. Oder kann ich direkt aufs Handelszentrum vielleicht klicken? Nee, das geht einfach nicht. Man muss es wirklich einzeln machen. Es ist möglich, 500 Flamingos in eine Gruppe zu packen, genau. Deswegen machen wir den Spaß hier. Weißt du was, ich mache jetzt schon mal Play, damit die schon mal in der Zeit wenigstens im Handelszentrum sind. Weil ich habe jetzt schon den Überblick verloren, welche ich jetzt schon reingepackt habe und welche nicht. Ich habe jetzt schon keinen Überblick mehr. Oh, wie sie da angerannt kommen. Die Träger, ey, die werden sich aber auch bedanken. Oh Gott, er hat schon wieder Flamingos gekauft. Er hat ganz viele Flamingos gekauft. Warum hat er das getan? Warum hat er das gemacht? Er ist wahnsinnig. Er ist absolut wahnsinnig. Lassen Sie erstmal jetzt die transportieren, die ich schon in Auftrag gegeben habe. Japan-Makak ist erwachsen. Sehr gut. Die Japan-Makak müssten jetzt auch eigentlich eine ordentliche Gruppenanzahl haben. Tier ist am Verhungern. Ach komm. Ist nicht euer Ernst. Das stimmt, das müssen wir auch mal demnächst noch machen. Wir brauchen dringend noch mehr Arbeitszonen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Chinesische Schuppentier wird bald erwachsen. Xinxin-Schuppen hier. Xinxin-Schuppen. Xinxin-Schuppen. So, ich muss weiter Flamingos verlegen. Ich kann mich um solche dekadenten Probleme nicht kümmern wie Hungern. Ich muss weiter Flamingos aus dem Handelszentrum in die Quarantäne verlegen. Hilft alles nix. Wenigstens kann ich sie dann aus dem Quarantäne-Dings, kann ich sie dann alle gemeinsam rausholen wenigstens. Wenigstens das geht. Quarantänephase überstanden, sehr gut. Da müssen wir jetzt nur warten, bis alle Flamingos die Quarantänephase überstanden haben. Kleiner Panda wird bald Nachwuchs haben. Nice, ja, die kleinen Pandas, sie kriegen Nachwuchs. Dann können wir hier unseren Plan mit dem Zuchtgehege umsetzen. Dann können wir das teilen. Teile und herrsche heißt ja die Devise. Die Okapis waren auch schwanger beide, die müssten auch bald werfen, eigentlich. Dann haben wir mal wieder Möglichkeiten, Tiere wegzugeben. Das ist ganz gut. Arterhaltungspunkte und so. Wir haben jetzt unsere beiden Bären übrigens auch verkauft gekriegt. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder 500 Punkte. Das ist auch gar nicht so schlecht. So. Sind die Quarantänephasen jetzt hier vorbei, ja? 11 Tiere. Okay, jetzt müsste es eigentlich... Nehmen wir mal alle jetzt und bewegen die mal. Hoffentlich sind genug Träger noch am Start. Bewegen die mal alle hier in das Gehege rüber. Boah, ich bin jetzt so gespannt, ne? So viele Tiere habe ich noch nie auf einmal managen müssen. Was? Tier ist entkommen? Was zur Hölle? Aha! So weht hier also der Wind, ja? So läuft der Hase oder der Bär, je nachdem. Ruf mal einen Tierarzt und einen Techniker. Schockierend! Kaputte Barriere, Tiere können entkommen. Hier war das also, verstehe. Wir haben uns beim letzten Mal schon gewundert, wo denn die Barriere kaputt ist.
Und wo denn bitte Tiere entkommen können? Wie da schon wieder alles mit Flamingos voll ist. Ja, da sind sie doch angekommen. Da können wir jetzt erstmal schauen, was die Flamingos jetzt so für Bedürfnisse haben. Das weiß man jetzt da noch gar nicht, ne? Neues Tier ist angekommen. Rosa Flamingo. Warte mal, pausier mal. Stopp. Ich will wissen, was ihr braucht. Erstmal natürlich eine soziale Gruppe. Die ist noch zu klein. Ja, das ist logisch. Aber da kommen ja gleich noch mehr. So, weniger Gras lang. Wir machen jetzt erstmal das Gelände fertig. Weniger Gras lang. Dann machen wir erstmal alles mit Kurzgras voll, würde ich sagen. Erstmal Kotzgras überall hin machen. Genau, weniger Gras lang. Dann brauchen wir mehr Erde. Die Erde, die können wir ja so ein bisschen um die Flüsse herum so legen. Dass wir dem Flusslauf mit der Erde so ein bisschen folgen. Ich glaube, das ist eh dann schon zu viel. Da müssen wir dann auch, glaube ich, ein bisschen Fels mitnehmen, weil sonst wird das, glaube ich, wieder ein bisschen zu viel Erde. Und da sind ja eh schon so Felsteile. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Barriere ausreicht, um die Flamingos drin zu behalten. Das ist eigentlich auch so mit das Mysterium gerade. Und da werden wir wahrscheinlich eh auch noch Objekte setzen hier, also Felsen. Die wollen ja gar nicht so viele Pflanzen. Ja gut. Aber ein paar Bäume vielleicht so. Also irgendwas. Asien, Europa, Afrika. Also die Pflanzenauswahl ist schon mal beeindruckend, ja. Schon mal gar nicht so schlecht. So, dann könnten wir tatsächlich hier mal etwas Größeres bauen. Mal so einen Baum. Wir könnten auch, wir sind ja hier eher in der Tundra, also eher in der Taiga. Wir könnten ja auch eigentlich so ein bisschen mehr so europäische Gewächse bauen. Also dann tatsächlich eher mehr sowas. Also mehr so kleinere Sachen. Weil dann können wir nämlich auch mehr davon im Gehege unterbringen. Ich glaube, das ist ein bisschen schlauer. Das ist aber... Warte mal, dann nehmen wir mal den afrikanischen Filter mal eher raus. So, ein bisschen Schilfrohr und so. Das ist auch gar nicht so schlecht. Aber das lässt sich gerade ein bisschen schlecht platzieren. Das mache ich mal im Detail noch ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt. Hier, genau, wir nehmen mal sowas. So eine Ulme und so. Dann haben wir endlich mal die Möglichkeit, die auch mal zu benutzen für irgendwas. Tamarinbaum gar nicht so. Schwarzpappel. Genau, mal so solche Bäume einfach. Wahrscheinlich ist das schon längst zu viel jetzt. Wir lassen es erstmal kurz so. Wie sieht es aus? Wie gefällt es denen jetzt? Ist es schon zu viel oder nicht? Oh, ist aber schon gerade so an der Grenze, ne? Ich glaube, ich muss eher mich auf kleine Pflanzen konzentrieren, die ich noch ein bisschen mehr verteile, damit es noch ein bisschen besser aussieht. Weil so sieht das ein bisschen trist aus. Ist halt eine riesige Fläche mit nichts eigentlich. Naja, aber vielleicht können wir ja noch Gebäude und so da reinbauen. Das wäre ja auch ganz schön noch. Ach ja, da brauchen wir natürlich auch entsprechend viele Unterschlüpfe, ne? Unterschlüpfer. Wir brauchen ganz viele Unterschlüpfer. Machen wir mal so. Und kleine Schlafmöglichkeiten, genau. Scheiße, wir brauchen da ganz schön viele Schlafmöglichkeiten, fällt mir mal gerade so auf. Sind ja auch viele Tiere. Das sind schon mal 9. Okay. So, dann natürlich hier entsprechend die Sprinkler. Hoffentlich gehen die auch. Weiß gerade nicht, ob wir da jetzt Strom dafür haben. Spiegelmobile, genau, das ist auch schön. Da können wir mal hier so ein paar entlang des Weges setzen einfach. Eine Trinkstelle. Die setze ich jetzt auch mal hier hin. Und auf jeden Fall Futterschüsseln. Also wir werden sehr, 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 sehr viele Futterschüsseln brauchen, glaube ich. Eigentlich können wir hier auch direkt noch ein Pflegergebäude hinbauen. Hier machen wir direkt jetzt eine große Stelle mit Futterschalen, weil... Sonst wird das nicht ausreichen, glaube ich. Also sonst werden wir sehr viele verhungernde Tiere haben. Das wäre das. Und mehr haben wir noch nicht zur Auswahl. Dann drücken wir mal kurz auf Play. Genau, da haben wir nämlich hier schon mal das Wohlbefinden verbessert. Qualität der letzten Mahlzeit ist auch noch nicht so gut. Ja, quack, quack. Da sind sie. Der Wahnsinn. Und da können wieder Tiere den Quarantänebereich verlassen. Sehr gut. Dann verlegen wir mal jetzt noch die anderen Flamingos.
So viele Flamingos. Ey, ich habe noch nie so viele Tiere. Das ist so eine Massenbewegung hier. Schön alle markieren und dann bewegen. Alle da rein. Alleine die Menge ist schon riesig eigentlich. Und da gehen sie schon ins Wasser. Hier ist aber alles gut erstmal. Oh, sie beobachten die Flamingos schon. Ja, guckt mal. Nice. Ah, cool, wie die sich so ihr Gefieder putzen. Das ist ja geil gemacht. Das ist ja mega geil gemacht. Aber ich hätte gedacht, es sind ein bisschen mehr rosa noch. Aber das kann jetzt auch an der Sonne liegen, tatsächlich. Sind die Flamingos nicht sogar deswegen rosa, weil die so eine bestimmte Krebsart essen? Und deswegen dieses Rot von dem Krebsen irgendwie in sich aufnehmen, die Farbe? Ich glaube, das liegt tatsächlich daran. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Erdferkel wird bald Nachwuchs haben. Sehr schön. Oh, guck mal, sie gehen zum Spiegelspielzeug. Spielt ihr damit? Los, spiel damit. Sind das CDs, die da hängen? Ich glaube, das sind CDs, die da dran hängen. Krass. Die alte CD-Sammlung vom Zoowärter haben sie da aufbereitet. Herrlich. Ach, schön. Und es kommen immer noch mehr. Wir sind noch nicht am Ende hier. Krass, ey, wie viele das sind. Wie viele das einfach sind, lol. Und es werden mehr. Es wird eine Flamingo-Schwemme. Ich ahn das schon. Ich ahn das schon, meine lieben Freunde. Hier, guck mal, wir haben ja jetzt immer noch nicht, es sind immer noch nicht alle raus aus dem Handels, aus dem Quarantänezentrum. Okay. Und dann haben wir ja noch genug im Gehegehandel drin hier. Die sind ja hier alle noch im Handelszentrum. Mein Gott. Hier, verlegen. Die können wir alle verlegen. Die können wir da alle noch in die Quarantäne packen. Ja! Ja! Und in der Zeit werden ja andere Tiere wieder Kinder kriegen. Und in der Zeit können wir dann auch wieder Arterhaltungspunkte bekommen. Und so wirst du das wohl hier... Lass dich anklicken. Ah, warum? Verlegen. Los. Lass dich verlegen. Twitch. Oh ja, hier, den alten. Den hier. Den Siddiq. Den müssen wir unbedingt verlegen. Der ist nämlich sehr gut. Der hat die besten Werte, glaube ich, von allen. Der Siddiq. Genau. Alle rein in die Quarantäne. Da kommen sie. Da kommen sie rein. Nicht schlecht. Und die müssen jetzt auch wieder ihre Quarantäne aussitzen. Gut, da warten wir mal noch. Und dann packen wir da noch den Rest rein. Saubier. Ach ja, genau. Moment, ich wollte ja da noch ein Pflegerhaus aufbauen. Fällt mir gerade mal so ein. Ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn hier so viel Essen immer zubereitet werden muss. Dann können auch mal zwei Leute parallel arbeiten. Das war ein bisschen schade hier, weil das geht hier ein bisschen unter jetzt. Warte mal. Da löschen wir jetzt einfach mal. Wunderbar. So, da haben sie gleich da eine Tierpflege. Und vielleicht noch ein Mitarbeitergebäude auch noch. Könnte auch nicht schaden eigentlich, weil die werden sich ja hier auch mal erholen müssen, theoretisch. Neue Welt, Mitarbeiterraum, genau. Gibt's sogar groß, guck mal. Das ist doch cool. Machen wir mal einen großen. Nicht schlecht. Dann können sie nämlich hier ein bisschen erholen. Können sich hier, können ihr Tierfutter zubereiten und so. Besser ist es. Denn die Flamingos werden ja uns sonst die Haare vom Kopf fressen, glaube ich. Ah, taiwanesischer Schwarzbär wird bald Nachwuchs haben. Jetzt geht's hier wieder richtig rund mit dem Nachwuchs, ey. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ja, die Galapagos-Riesenschildkröte erwartet Nachwuchs. Ich werde irre. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich Schildkröten-Nachwuchs habe. Oh, sie haben sich gepaart. Sie haben sich gepaart. So gut einfach.
So gut einfach. Welche von euch ist schwanger? Sie, im Alter von 45 Jahren noch schwanger werden, ey. Das muss man erstmal hinkriegen. Starke Leistung. Reife Leistung, meine lieben Freunde. Reife Leistung. So, Quarantäne. Ich glaube, jetzt haben alle Flamingos die Quarantäne überstanden. Ich glaube, wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass alle Flamingos die Quarantänephase überstanden haben. Es wird zwar hier immer nie angezeigt so richtig, aber ich denke mal schon. Spätestens wenn sie dann rausgeholt werden, haben sie sie überstanden. Ja, dann packen wir jetzt noch die restlichen Flamingos in die Quarantäne, wa? Viele sind es ja jetzt nicht mehr. Es sind nur noch die drei hier. Amelia, Alima und Afshin. Aufstehen. Genau, nice. Und dann haben wir die drei und dann müssen sie sich nur vermehren. Neues Tier ist angekommen. Rosa Flamingo. Ja, das ist schon eine ganz ansehnliche Herde hier, wenn ich das mal sagen darf. Alter, da werden lauter Kisten reingeschmissen die ganze Zeit. Alter, es hört nicht mehr auf. Flamingo-Eskalation. Das ist eine Flamingo-Epidemie. Am Ende quellen die Flamingos im Gehege dann über, die 500 Flamingos, die quellen dann so über die Grenzen des Geheges so und ergießen sich in die Straßen, ja, so eine Ansammlung von Schnäbeln, langen Beinen und kleinen Flügeln, die die Gäste jagt und verfolgt. Dann werden die Gäste von der Flamingoritis infiziert und werden selber zu Flamingos und dann ist das wie so ein Virus, der um die Welt schwappt und alles wird rosa und flattert und ja, und dann ist die ganze Welt flamingisiert. Flamingisierung. Ist halt echt so, meine lieben Freunde. Ich meine, wenn ich mir das hier so angucke, wir sind auf dem besten Weg dahin. Alter, die Scheiße, die die produzieren. Guckt euch das mal an. Das ist nicht normal. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Wir müssen dringend einen Arbeitsbereich erzeugen dafür. Vielleicht vorher nochmal kurz speichern, weil ich glaube, wenn wir die nur mal so ab und zu dahin laufen lassen, die Pfleger, das wird niemals was. Das kriegen die im Leben nicht gebacken. Also, wir brauchen... Wir stellen gleich mal direkt neue Leute noch an. Wir stellen jetzt Menschen an, die nur dafür zuständig sind, hier in diesem Bereich die Scheiße wegzumachen. Und am besten gleich verschiedene, zwei verschiedene Arbeitsbereiche, ja. Der hier, der macht nur Gehege reinigen und der hier, der macht nur Futter. Und dann geben wir dem den Auftrag, also erstmal schon mal mehr Geld geben, damit sie gar nicht erst in die Versuchung kommen, hier zu kündigen. Und dann Arbeitsbereich. Einmal das, das und das und dann sagen wir da Flamingo-Becken, nennen wir das jetzt. Genau, Flamingo-Becken. Genau, und dann können die nämlich gar nicht anders als hier zu arbeiten. Das wird sehr, sehr dringend sein. Also gerade auch der, der reinigt, wird wahrscheinlich den ganzen Tag wird er zu tun haben. Er wird gar nicht mehr aus der Arbeit rauskommen. Ich hätte sie vielleicht auch da absetzen sollen. Jetzt müssen sie voll den Umweg laufen. Warte mal. Den Gefallen tue ich euch mal noch. So, du da auch, bitte, genau. Sonst haben wir hier keine Chance. Okapi wird bald Nachwuchs haben. Sehr gut. Ein VIP-Gast ist angekommen. Ja, das nützt mir leider überhaupt nichts. Tier ist hungrig. Die sind schon wieder alle hungrig, ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir brauchen mehr Arbeitsbereiche. Ich mache mal hier gleich noch einen Arbeitsbereich. Da stellen wir auch gleich noch Leute ein, würde ich sagen. Tierpfleger. Einen wieder so und noch einen so. Einer, der fürs Essen zuständig ist. Kriegt gleich Geld. Oder erstmal einen, der reinigt. Einen, der füttert. Neuer Arbeitsbereich. Da machen wir hier nämlich dann gleich... Ach, warte mal. Reptilienhaus ist ja schon ein Arbeitsbereich. Moment mal ganz kurz. Warte mal. Ich muss die Arbeitsbereiche nochmal kurz managen. Drei Arbeitsbereiche. Flamingo-Becken, Reptilienhaus. Das ist der, den ich gerade erstellt habe. Den machen wir nochmal weg. Reptilienhaus will ich gerade mal bearbeiten. Guck mal, da können wir nämlich die Gehege hier mit dazu nehmen. So. Und dann nehmen wir die beiden Angestellten hier. Die kommen jetzt einfach
ins Reptilienhaus mit dazu. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann ist da eigentlich genug Personal, oder sollte es zumindest sein, dass da nichts schief gehen kann eigentlich. Das Affenhaus braucht eigentlich auch nochmal extra Personal und das Okapi-Gehege, warte mal. Da nehmen wir auch gleich nochmal neue Pfleger mit dazu. Wir können ruhig ein bisschen mehr Personal haben tatsächlich jetzt. Das ist okay, wir haben genug... Nein, der war zu viel jetzt. Nein, scheiße! Warum? Ah! Nein, warte, den will ich wieder entlassen, da der eine war zu viel. Okay, Moment. Da. Reinigen. Da. Füttern. So, und jetzt Okapi-Gehege, neuer Arbeitsbereich. So. So und so. Warum ist das eigentlich rot? Das müsste eigentlich gelb sein. Das müsste doch Teil. Ja, das habe ich jetzt gerade gelöscht, ich blöd, Mann. Da muss ich das zum anderen Arbeitsbereich wieder hinzufügen. Ah! Okay, Okapi-Gehege. Genau, so, und die habe ich ja jetzt schon. Habe ich die jetzt schon da reingenommen in den Arbeitsbereich? Ja. Er muss im Okapi-Gehege arbeiten, genau. So, genau, und den Arbeitsbereich für die Flamingos, die muss ich jetzt nochmal bearbeiten, weil da jetzt das Gebäude raus ist. Genau. So. Das sollte eigentlich jetzt passen. Hoffe ich. Müssen wir mal schauen. Veterinärforschung abgeschlossen. Ja, Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Komodo-Varan, nice. Ist da jetzt eigentlich mal wieder was vollständig? Oder fast? Ja, okay, das Erdferkel ist dann das nächste. Der Komodo-Varan ist dann bald durch. Dann forschen wir da gleich mal bei Flamingos. Dann können wir den Flamingos besseres Futter geben. Schon wieder kaputte Barriere, ey. Was ist denn hier nur los? Nein! Nein! Weißt du was? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir müssen mal solidere Barrieren an den Start bringen. Vielleicht auch gleich, warte mal, bei den Arbeitsbereichen können wir an sich eigentlich auch gleich noch Techniker an den Start schaffen. Warte. Weil die können ja dann gleich die Gehegemauern reparieren und so. Jetzt habe ich den wieder dahin gesetzt, ich Blödmann. Warte mal, du sollst hier hinkommen. Kriegst gleich ein bisschen mehr Kohle. Nicht Technikforschung. Genau, Einrichtung reparieren kannst du machen. Und Gehegewände reparieren. Und du machst dasselbe. So. Und kriegst auch gleich noch Kohle. Und dann seid ihr im Arbeitsbereich Flamingo-Becken und du bist im Arbeitsbereich Okapi-Gehege. Und das Ding hier nehme ich jetzt auch noch mit in beide Arbeitsbereiche rein. Arbeitsbereiche. Dann können nämlich beide von den Technikern dieses Ding reparieren. Das ist Flamingo-Becken, genau. Genau, wenn es blau ist, ist es Teil von zwei Arbeitsbereichen. Wenn es gelb ist, ist es Teil von einem Arbeitsbereich. So war das. Und wenn es rot ist, ist es nicht Teil des Arbeitsbereiches. Guck mal, da muss nämlich schon Wartung durchgeführt werden hier. So, ich glaube, das sollte eigentlich einige der Probleme, die wir hier teilweise haben, ein bisschen aufdröseln schon wieder, weil wir gerade so ein bisschen kleinere Schwierigkeiten haben. Sagen wir es so. Quarantänephase überstanden. Jawohl. Haben schon alle Tiere die Quarantäne? Ja, komm, ich glaube, das müsste eigentlich alle. Müsste auf alle zutreffen. Nice. Mein Gott, was für eine Flamingo-Menge, ey. Verteilen die sich auch ein bisschen oder bleiben die nur da vorne, wo es das Essen gibt? Ja, geil. Die verteilen sich auch ein bisschen. Das ist ja cool. Wir haben eine Flamingo-Arme. Oh, der rennt ja hier richtig.
Ist ja Wahnsinn. Boah, krass. Ja, rennt. Das kenne ich ja vom Flamingo sonst so gar nicht. Weil ich auch so viele Flamingos kenne. Also persönlich auch. Er schwimmt. Ja, nice. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, die vermehren sich dann auch entsprechend. Fruchtbar sind sie ja alle eigentlich so ein bisschen. Ist das hier ein Jungtier? 0 Jahre. Oh, hat das schon? Haben die schon Kinder gekriegt oder habe ich das so jung gekauft? Warte mal. In Gefangenschaft geboren. Das scheint gerade geboren worden zu sein. Das scheint recht schnell zu gehen anscheinend. Nicht schlecht. Toll. Ja, der Sauger da, der hat einiges zu tun auf jeden Fall. Nicht schlecht. Aber es ist schon ein bisschen krass, dass die Gäste da rein können, oder? Also, so, ich meine, das sind ja empfindliche Tiere eigentlich auch. Also die Flamingos. Ein neues Tier ist angekommen. Irgendwie glaube ich, dass mit den 500 Flamingos könnte schneller gehen, als wir das vielleicht im ersten Moment erwartet haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das recht schnell gehen könnte. Ja, und so sehen wir auch mal, wie ein Flamingo kackt, beziehungsweise eigentlich machen die das ja gleichzeitig. Tiere, also Vögel, haben ja, glaube ich, wie war das, eine Kloake oder so? Und die pinkeln und kacken ja in derselben Aktion. Das heißt, der macht gerade tatsächlich Multitasking. Multicacking. Das ist sehr interessant. Haben wir das auch mal gesehen? Ich würde sagen, hier lernt man halt einfach noch was, meine lieben Freunde. Und an der Stelle ist diese Folge Planet Zoo auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Planet Zoo. Bis dann, ciao, ciao.